Willkommen zurück zu Fallout, meine Hoppala, Damen und Herren. Ich weiß gar nicht mehr, was wir gemacht haben. Ich habe ewig nicht mehr aufgenommen, weil ich damals oder letztes Mal eben so viel vorgearbeitet habe. Wir sind auf jeden Fall leergeräumt, wie ich sehe. Sehr schön, sehr schön. Wir haben unseren Jumbumble dabei. Ist Strong irgendwie vollgepackt? Nee, ne? Den haben wir nie angelabert. Oh, Strong, was hast du getan? Er hat keine Munition, nur Waffen. Strong, du bist ein Holzkopf. Du bist einfach schießender Holzkopf, Strong. Er hatte eh immer seine Hardcore-Platte dabei, ne? Wir wollten ihm ja einfach mal den Hammer geben, ne? Atomsack. Bitteschön, nimm den mal. Ich nehme ja einfach den ganzen anderen Scheiß von dir, Monsieur. Und mit dem Atomsack müsste der reinkloppen wie ein Wahnsinniger eigentlich, ne? Zieh mal die Wumme. Alter. Ihm steht er wahrscheinlich auch besser als uns, ne? Wir sind so winzig. So. Okay. Und jetzt hauen wir die ganzen Pistolen noch weg. Da gibt es immerhin noch Stahl dafür. Bei dickeren Wummen gibt es, Plastik. Und Gummi ist auch nicht schlecht, aber eigentlich brauchen wir auch Schrauben und so. Plastik. Okay, irgendwie ist da ein Scheißdreck dabei. Oder müssen wir das erst weiter skillen, dass wir die richtig guten Sachen rauskriegen? Kann auch sein. Naja. Skilltechnisch haben wir, glaube ich, hoppala. Nein, nicht alles nehmen, um Gottes Willen. So, jetzt sind wir nochmal schön leichter, oder leicht geworden. Aber jetzt haben wir halt überhaupt keine Klopfwaffe, ne? Das war jetzt die einzige, die wir hatten. Unseren Hammer. Aber Strong hat den ja jetzt und ist hoffentlich auch ultra aggressiv. Vielleicht können wir Strong dann auch etwas besser einsetzen. Und dann wählen wir einfach noch eine weitere Waffe auf die... im Q-Menü aus. Ich glaube, es ist die 6, die jetzt frei ist. Genau, die 6 ist jetzt frei. Haben wir die Jagdbeute schon irgendwo? Nee. Beziehungsweise ist die... Ich guck mal ganz kurz. Das ist die Pistole. Das ist das Teil. Das ist das Teil. Aha, aha. Da ist ja schon die Jagdboy. Das heißt, dann könnten wir die... die hier noch dazu ziehen. Ja, das war's auch schon. Ja, krass, Mann. Wir haben echt wenig Waffen dabei diesmal. So, die machen wir auf die 6. Das heißt, wenn die auf die 6 drückt, kommt diese mega Hardcore-Bummer an den Start. Sehr schön, sehr schön. Strong. Mach dich bereit, wir gehen auf zu neuen Abenteuern. Was haben wir denn noch vor? Wartet mal. Bau Mila auf, erstatte das Dämonenlabyrinth. Das können wir jetzt dann nochmal geschwind machen, um eben Erfahrungspunkte zu bekommen. So. Und ja, dann ist die Einführung erstmal wieder vorbei. Dann geht's an. Ich habe jetzt wieder den Stress des Lebens am Stissel. Denn, kommt wieder der Bock. Pam braucht dich in ihrem Raum. Pam, gut. Denn die... meine Vorlesungen gehen wieder weiter, die letzten paar, die ich noch machen muss. Das heißt, jetzt wird es wieder richtig unangenehm. Ja, jetzt gehen wir erstmal bei Destiny. Jetzt gehen wir zu Pam halt. Hallo, Des. Anwesenheit des Instituts erhöht Entdeckungswahrscheinlichkeit auf allen Nordrouten um 52%. 52%? Das ist untragbar gefährlich. Silberzunge, was hältst du davon, wieder zurück ins Gefecht zu müssen? Total cool, Destimona, total cool. Ich will. Das Gefecht und ich sind alte Freunde. Dann hast du dir den richtigen Beruf ausgesucht. Wir haben Schwierigkeiten mit Dr. Amari. Du kennst sie noch nicht. Sie arbeitet in Good Neighbor und spielt eine wichtige Rolle für uns. Synths sollen in die Höhle der Erinnerungen gehen. Frau Doktor verpasst ihnen neue Erinnerungen? Dann gehen sie wieder. Aber ihr letzter Patient steckt dort fest. Sein weiterer Weg wurde kompromittiert. Und wir suchen nach Alternativen. Ja, was, Wir sollten den ursprünglichen Weg von Feinden säubern. Das sagt Carrington doch schon die ganze Zeit. Pam, was wäre, wenn wir einen Weg durch Lexington nehmen? Das Switchboard ist ein Nexus der Institutsaktivitäten. Die Entdeckungswahrscheinlichkeit steigt exponentiell zur Nähe zum Nexus. Im Klartext, Pam. Sie sagt, dass wir auf keinen Fall Einsätze im Umfeld des Switchboard durchführen dürfen. Wir müssen die Gen 1 auf dem ursprünglichen Weg beseitigen. Aber da waren wir doch in diesem Gen 1 Scheißding, Next Switchboard. Ha, aber. Ja. Ich glaube, der Doktor hat recht. Siehst du? Sogar er ist meiner Meinung. Das reicht. Dann machen wir es eben auf deine Art. So. Geh zu Dr. Amari und sag ihr, dass kein anderer Weg möglich ist und du den Weg für ein letztes Mal räumst. Hier steht eine Menge auf dem Spiel. Also gib dir Mühe. Okay. Aber das Simona, ich habe auch noch eine Aufgabe. Ich habe Gen 1 für Unterschlupf Randolph erledigt. Randolph ist noch in Betrieb. Ja. Endlich mal gute Neuigkeiten. Wir dachten, dass es die bei der Switchboard-Katastrophe ebenfalls erwischt hätte. Aber Randolph war zu lange ohne Lebenszeichen. Das wird nicht jedem gefallen, aber wir müssen sie unter Quarantäne stellen. Gut, gut.
Wir sollten direkten Kontakt mit ihnen aufnehmen. Wäre zu riskant. Das alles könnte eine Falle des Instituts sein. Wir gehen es also lieber langsam und sicher Ach so. An. Wir helfen ihnen und kaufen uns somit Zeit, um herauszufinden, ob das wirklich unsere Leute sind. Unsere Kommunikation mit Randolph wird ausschließlich mit Hilfe eines toten Briefkastens stattfinden. Schau regelmäßig bei Trommler vorbei. Er koordiniert die toten Briefkästen für uns. Danke. Bitteschön, danke fürs Cash. Wie? So, Trommler? Oder beziehungsweise... Hey, Doc. Ich bin sehr beschäftigt. Ja, halt die Gosch. Ich habe jetzt keine Zeit. Ich habe jetzt keine Zeit für irgendwelche Geschichten. Geh davon aus, dass du da oben beobachtet wirst. Ja, ja, ja. Immer. Immer. Dr. Armani. Armari? Dann gehen wir halt mal zu Doktor und sagen, so, wir müssen den Weg säubern. Was für ein Weg? Bei ihr da drin oder was? Das ist ja wohl lächerlich. Ja, also bei mir geht es jetzt wieder weiter. Das heißt, die Zeit ist jetzt so knapp wie sonst auch, beziehungsweise, ja, halt einfach knapp. Hallo. Wenn du durch das Tor trittst, zeigt das, dass du Eier in der Und ja, deswegen kommt die Folge jetzt auch schon etwas später. Hey, es ist jetzt gerade 7:15 Uhr oder so und die Folge sollte eigentlich schon um 8 Uhr kommen. Aber das werde ich nicht mehr schaffen, weil ich dann auch mitten in der Aufnahme bin, noch Minimum 24 oder 25 Minuten. Oder 23? Eher 23. Ja. So ist es halt im Leben. Dr. Papapi. Schnell zu ihr hin. Die chillt da unten irgendwo. Halt, wo ist ihr Weg hier? Und da ist immer schon. Hello. Dr. Armari. Bist du die Kontaktperson, die H222 erwähnt hat? Und ich dachte, ich kenne bereits alle Grausamkeiten, die das Leben einem Menschen antun kann. Der Patient ruht gerade. Wolltest du dich verabschieden? Davon rate ich ab. Er erinnert sich jetzt an nichts mehr aus seinem früheren Leben. Ne, ich muss das jetzt machen. Ich bin nicht hier, um zu reden, Doktor. Ich bin hier, um etwas zu erledigen. Gut. Wie bekommen wir H2 hier raus? Shit, was war jetzt der ursprüngliche Weg? Das hier, ne? Wir müssen beim ursprünglichen Weg bleiben. Das ist das von Doktor. Es gibt keine Alternative. Das ist der Plan? Ich dachte, euch wäre Diskretion so wichtig. Schie. Aber gut, von mir aus. Wir müssen zum Metro Center in Malden. Alle Synths der ersten Generation dort müssen weg. Verstanden? Alle. Ich lege H222 und sein Schicksal in deine Hände. Sobald er weg ist, hat diese Unterhaltung nie stattgefunden. Er war nie hier. Ist ja schon gut. Nimm das Holoband auf dem Tisch mit, wenn du gehst. Darauf ist eine persönliche Nachricht. Nur für dich bestimmt. Das Holoband auf dem Tisch. Also ich muss mir auf jeden Fall schon mal Redaway mitnehmen, weil ich meine, hallo, ich gehe jetzt irgendwo hin, wo es echt gefährlich ist. Voila. Ist das ein Holoband hier? Nicht. Dr. Fatih, wo ist das Holoband? Das Menschenschrott liegen. Sei nutzlos. Dr. Shakira, hier ist gar nichts. Das ist vielleicht eine Labergirl. Ich hab dir hier was hingelegt. So, was im Tisch? Oben auf dem Tisch oder was? Muss ich hoch? Die Dinger sind noch nicht mal angeschlossen. Will die uns verarschen die ganze Zeit? Ich glaube, die verarschen uns. Die machen ja gar nichts, die Teile. Komisch, aber die leuchten. Ja, ich habe jetzt echt keine Ahnung, was sie meint. Ich habe Leute überfragt. Irgendwie ist ja kein Scheiß. Nee. Gut, dann gehen wir jetzt einfach. Komm mit, bui. Wer bist du? Weg von mir! Ab jetzt. Hallo. Der Doc hat gesagt, ich habe eine ansteckende Krankheit oder so. Ich bin in Quarantäne. Doc? Dr. Armari. Vorsicht vor der Strahlung. Das leuchtende Meer ist kein Ort. Okay. Ort, den man unvorbereitet besucht. Ach so, ich muss jetzt einfach nur zerfisten. Ich muss jetzt nicht irgendwie ihn anlabern und mitnehmen. Okay, jetzt habe ich nicht gewusst. Wo ist denn jetzt hier eine Holoband? All die Jahre lügt sie mich an. Ist hier vielleicht eins? Hier oben? Das ist vielleicht eine Labertasche. Die Höhle der Erinnerungen nimmt derzeit keine neuen. Okay. Wahrscheinlich habe ich das schon aufgehoben beim letzten Mal, als ich da war. Wobei ich jetzt dachte, das wäre jetzt missionsspezifisch. Aber dann klang es irgendwie doch nicht so. Obwohl doch, ein Holoband für... Halt deine Waffe für, besser griffen. Ja. Für denjenigen, der ihn transportiert. Ne, dass er das aufgesprochen hat, was er früher war. Und ich mir das anhören soll, darf. Und ich als Einziger praktisch weiß, was dieser Synth früher mal für jemand war, bevor er hier hingewurstet wurde.
Ja, gut. Keine Ahnung. Habe ich jetzt halt nicht dabei. Oder hat sie mir das mitgegeben und der Dialog war einfach falsch? Ich habe nicht oben in die Liste geguckt. Also falls ja, dann werde ich es wahrscheinlich nie im Leben finden, wenn wir nicht wissen, wie das heißt. Weil wir schon 8000 Holobänder mit dabei haben. Naja. Ja, ich werde das gleich nach der Aufnahme noch eine Runde CSGO aufnehmen. Oh. Bewegung entdeckt. Seltsam. Seltsam. Ich habe mir in die Hose gemacht. Seltsam. Psst. Strong. So, Strong. Seltsam. Oh, Strong, du bist so krass stark, mein Boy. Strong, ich will noch mehr. Strong, mach den sofort tot. Hoppala, ich krieg's wieder weg. Ah ja. Boah, ist der Boy strongy Penis. Krass. Ja, glaube. Bei unserem Bereichseinteilungsbullshit musste so ein Mist ja mal passieren. Ha! Du hast den Auftrag von der Good Neighbor Dienststelle bekommen. Ich vom Unterschlupf Griswold. Ha. Gut. Dann, los geht's. Das ist der Preis, den wir für unsere Sicherheit bezahlen. Sag mir bloß nicht, dass du den Mist glaubst. Meine Güte. Also, da wir ja beide hier sind, könnten wir doch auch gemeinsam die Erde zum Beben bringen, oder nicht? Hab schon lange darauf gewartet, dich mal in Aktion zu sehen. Zeigen wir es ihnen, Bitch. Zeigen wir es ihnen, Glory. Geh du ruhig vor. So spricht meiner Glory. Jetzt geht sowas von brutal ab, Leute. Wir bringen mit Glory die Erde zum Beben. Sie hat da schon eine ziemlich dicke Wumme in der Hand gehabt. Den sogenannten Anal Destroyer. Ich habe jetzt hier nur diese kleinen Pistolen am Start, aber... Strong lernen neues Wort. Strong lernen Respekt. Gut, Strong. Respekt ist gut. Respekt ist ein gutes Wort. Strong, Respekt, Mensch. Mensch kämpfen gut. Mensch helfen Strong. Supermutanten sein Brüder. Brüder alles teilen. Nicht besitzen wie Menschen. Mensch teilen wie Bruder. Supermutanten kämpfen. Töten, nicht reden. Mensch töten, nicht reden. Mhm. Mensch sein guter Supermutant. Ich glaube, er will einfach nur die Waffe behalten. Also den Hammer. Danke, Strong. Ich respektiere dich auch. Na klar. Strong sein stark. Guter Strong ist, glaube ich, schon tot. Also das ist, glaube ich... Ah, nee, sie ist da. Ich wollte gerade sagen, ist die... Oh, sehe ich das richtig, dass, ja, dass hier ganz viele Raider sind? Meine Jungs aus Griswold haben mir rein gar nichts über diesen Ort erzählt. Wisst ihr, die wurden... Morden Center ist gefährlich. Was das? Hallo, auf Wiedersehen. Strong, you need to... Hallo, auf Wiedersehen. Strong, du hast ihn nicht getroffen, what the fuck? Genau so wird das gemacht. Ja, genau so wird das gemacht. Ist es laut? Hilfe, warum ist es so laut? Ich hoffe, das dudelt nicht die ganze Zeit. So. Hier ist wahrscheinlich zu, ne? Na, das ist dann wieder der Ausgang. Alles klar, komm mit, Glory. Pack mal deine Wumme aus. Snitch. Hallo. Hallo. Das Scheuchen. Also das Coole ist, was ich eben anmerken wollte, dass hier, ja, eben dieses, oh, ich hab den Eimer mitgenommen. Ich bin nicht getarnt. Dass hier Sins gegen die Raider schon gefightet haben. Strong, Strong, das wäre echt cool, wenn du die fisten würdest. Du hast jetzt den fetten Hammer. Ich schieße jetzt auf Glory, what the fuck? Alter. Was geht denn hier ab? Bui. Hallo. So. Dann nehmen wir die ganzen Sachen hier mit. Strong ist gedownt. Nee, das glaube ich nicht. Lag doch nicht mehr. So, glaube ich, alles cool? Okay. Ich will kurz den Schlagstock weglegen und. Blablabla. Achso, den Eimer kann ich ja mitnehmen und dann abgeben. Habt ihr recht. Das nett. Verursacht 50% mehr Schaden gegen Roboter. Ich glaube, wir platzt der Sack. Eil, super. Genau. Deswegen ich nehme Maschinenpistole. Mm. So. Und vor allem 50% mehr Schaden gegen Hans Würste.
Wie komme ich jetzt nach da hinten zu denen? Wo muss ich denn hier lang überhaupt? Bin ich da richtig dahin? Ja. Aha. Ruider. Bleifliegenfleisch, widerlich. Noch ein Raider. Und Munition und Jet. Sehr schön. Jetzt können wir gehen. Komm mit, Ray Glory. Ich zeig dir jetzt, wo es lang geht. Verschissel. Nicht etwas im Ziel. Ich geb dir jetzt mal ein Ziel. Und zwar dich, Bitch. Okay, ist gar nicht so geil, oder? Was würdet ihr sagen? Er macht halt nur 12 Damage. Also, beziehungsweise dann eben nochmal 50% mehr. Aber die andere Wumme macht irgendwie 50, die Pistole. Glaube ich, ne? Ha, ein Arme. Elfische. Mal die Lampe an. Also ich nehme auf jeden Fall wieder die erste und vielleicht schmeiße ich die sogar weg, falls wir zu... Wir können die bestimmt verbessern, dass die halt mehr Schaden macht. Und dann macht das auch wieder Sinn, aber jetzt so im Moment... ich glaube, das hier macht auch nicht viel... Ach, diese verkackten Durchsagen. Macht das hier jetzt viel Sinn? Ich nehme an, das ist für das Roboter-Ding neben uns, aber... Raids. Ah, Raids. Aber da ist ja keiner drin. Das wär's. Also... Ich kann nur abschalten. Aber ich glaube, der war eh down, ne? Da liegt er doch. Ach, Gottes Willen. Gottes Wille da. Auge auf. Im Straßenverkehr. Ah. Ist hier nichts. Fucking none. Ah. Mit dir sollte man sich echt nicht anhalten. Ah. Ja. Fast. But just fat. Okay, komm mit Clara. Komm mit Clara. Follow me, dude. Meldet feindliche Präsenz. Sensor meldet einen Puffschuss. Oh, fuck. Hab ich ihm eben echt nur in den Hals geschossen mit dem ersten Schuss? Das kann nicht sein. It can't be. Voll viel Zeug, geil. So viel Schotter für uns. Ah, komm. Geschafft. Geschafft. Hallo, hallo, Boy. Ich hab dich gesehen da hinten. Nee, nee. Oh, oh. Ja, Metallmann. Mach doch mal den Metallmann kaputt. Danke. Er sagt Metallmann, er macht nichts. Das ist vielleicht ein Juckel. Aha. Hier haben wir noch einen Raider gefunden. Wir pennen mal ganz kurz. Dann sind wir wieder lebenstechnisch schön gefüllt. Außer unserer Verstrahlung, die wir eben schon angesammelt haben. Was ist denn hier los? Oh, fuck. Oh, shit, ich hatte das ist ja irgendwie eine Waffe, die auflädt, aber das hier... Aber das da hinten ist irgendeine Waffe, die irgendwas macht, die da... Ich nehme den Laser halt kurz ab und schmeiße ihn dann weg. Also das brauchen wir auf keinen Fall, das Ding, wir haben genug Laserschotter. Ganz kurz, bevor wir hier jetzt lang schlappen, naja. Müssen wir nicht eigentlich hier links hin? Achso, da ist es ja gar nicht zwingend notwendig. Nee, ist es nicht. Bevor ich sie entdecke. Dann lasse ich das erstmal so. Nee, halt, wir müssen dahin. Hier sieht man es ja schon. Die sind unter uns. Dann fahren wir mal runter. Sorry. So, wir kommen. It's your boy, Skinny Penis. Hallo. Du musst terminiert werden, mon frère. Zack, 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 zack. Ja, schießen. Was stirbt, Wähler? Na, schießen mit den Armen. Und den treffe ich ihn noch nicht mal. So. So sieht es nämlich aus. Genau so wird das gemacht. Oh, merkt ihr das? Haben wir jetzt jedes Mal auch irgendwie die Munition, die wir in die Gegner reinschießen, auch wieder als Loot in denen drin? Wir haben ja irgend so eine... Irgend so ein Teil geskillt, Sammler oder sowas. Dass wir mehr Munition an sich finden und vielleicht auch die Munition, die wir verschossen haben, in den Gegnern. Oder so zumindest ein Teil davon. Das wäre natürlich ziemlich geil. Das war sogar deutlich mehr. Das waren eben 4 Schuss und wir haben, glaube ich, nur 2 gebraucht oder so. Oh ja, komm, dann nehmen wir alles mit. Wir sind jetzt. Habe ich da eben eine Waffe mitgenommen? Ein Scharfschützengewehr? Nee. Danke. Den brauchen wir. Weiter geht's. Oh. Es geht weiter. Da unten stehen auch welche. Es geht hier noch weiter runter.
Die sehen ganz schön zerjuckelt aus, die Boys. Ich bleib mal am Schleichen hier. Wenn wir weiter durchschleichen, hier ist noch eine Leiche. Ist da jemand anwesend? Wow. Wow. Bitteschön. Ach, da drüben sind noch Raider. Oh, hallo. Hier sind alle meine Granaten. Bitteschön. Das ist auch noch für euch. Hier noch eine Granate für euch. Ist da ja auch die Glory, die da rumschreit? Da sind das nur... Okay. Ha, da ist ein Arm hingeflogen. Danke. Dachtest wohl, du könntest dich verstecken, was? Seid nur ihr hier, oder was? Okay. Bye, bye. Helter Skelter heißt einer. Jetzt haben wir nur noch 14. Was das? Oh, Strong, du musst hin! Wir spielen. Wir spielen, Mensch. Da ist ja noch ein Helter. Ich hatte kurz einen Sinn. Süß. Weil er so dünn ist. Boah, Strong hat nochmal damit draufgekloppt. Ich glaube, wir haben alle erwischt. Ne, 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 ne. Ich habe jetzt nicht so eine verkackte Pistole mit. So. Haben wir hier alles erledigt? Da liegt noch jemand rum. Leicht gekillt. Die Dinger, die Wecker können wir immer gut gebrauchen. Alter, ich glaub, das sind. Ja. Ich glaube, da sind nämlich Schräubchen drin. Und dem sind wichtig, dem Schräub. Was ist das hier? Überfälliges Buch. Ah! Nett. Nett. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ihr habt mir geschrieben, ich habe letztens eins verpasst. Aber da bin ich jetzt. Ich glaube, es hat Paper to Go geschrieben, ja, ich bin mir ziemlich sicher. Aber da bin ich. Ja, bin ich noch nicht gebrieft. Ich hab mir nicht reingeschaut. Das muss ich mir noch angucken, wo das war. Wo geht's denn hier jetzt eigentlich dann? Also ich denke, wir müssen jetzt noch zu denen rein in ihre Burg, die sie sich da gebaut haben. Aber es sieht nicht so aus, als würde es hier weitergehen. Achso, wir sind jetzt schon hier in ihrer Burg. Das ist der hintere Teil. Da haben sie sich ja was Schniekes hingebaut, die Boys. Und trotzdem ist der hier ziemlich armlos. Zumindest an der Seite. Da ist jemand. Und hier hast du mal Fusionszellen. Voll die ekligen Geräusche hier, ne? Was ist da los? Irgend so ein Heulen, Pfeifen. Okay, hier ist nichts mehr. Das heißt, wir können jetzt hier durch. Ich nehme an, das geht dann hoch und dann zu dieser Tür, die versperrt war. Irgendwo. Ah, wir müssen hochfahren und dann. Okay. Mir kommen die Töne jetzt echt irgendwie aggressiver vor. Oder lauter, ich weiß, also ich kann mir nicht vor. Ich habe mir das. Hätte das nicht irgendwie lauter gemacht oder so. Aber es kommt mir so laut vor. Naja. Sind wir gleich wieder da. Komm schon, schneller. Schneller Propeller. Ah ja. Wie vermutet. Aber führt denn dann das Ding hier nebendran hin? Ins Nichts. Okay. Wo ist eigentlich Glory? Ist sie jetzt gestorben? Bitter, Glory. Echt bitter, ne? Ich habe mich auf dich verlassen. Oh. Ich habe mich auf Glory eigentlich verlassen, ne? Komm, Bader, rutsch doch mal da runter. Pff. Lächerlich. Wahrscheinlich steht sie jetzt direkt wieder mit uns draußen und feiert diesen Erfolg. Und ist einfach hochgebeamt. Und? Ja, diese Ladezeiten. Naja, muss mal durch. Jetzt sind wir hier auch gleich durch mit der Aufnahme. Und dann guckt Glory. Ah ja. Glory. Clara. Zeit für ein bisschen Action. Wir waren schon drin, Glory. Zeit für ein bisschen Action. Ach, halt die Gosch. Nein. Dann gehen wir jetzt zurück und sagen, dass wir ready sind. Pam, das war... Oh. Das wird immer schön schnell geladen hier unten. Sehr, sehr schön. Bist du wirklich den Weg? Ja. Der Weg ist frei. H222 kann gefahrlos weiterziehen. Ich weiß. Durfte mir von Glory gerade einiges über Molden anhören. Die Sicherheit unserer Einsätze ist gelegentliche Missverständnisse mehr als wert. Wie dem auch sei. Amari meldet, dass H222 es gefahrlos geschafft hat. Ja, die Amani. Ich gebe dir den in deine Hände und ab dann weiß ich nichts von ihm. Naja, natürlich. Es war schön, H2 noch einmal helfen zu können. Sieht aus, als hätte er einen Schutzengel. Fürs Erste ist die Krise vorüber.
Nimm das hier. Das hast du dir verdient. Geld? Oh, 2 Stealth Boy. Walt Blau, was? Sieht doch gut aus. Also was, Walt Blau? Also Diamond City unter Kontrolle des Widerstands. Okay, dann können wir jetzt ja eigentlich kurz nach Hause... Was ist das hier? Bau Miele auf. Wir können eigentlich kurz nach Hause gehen und noch diese Waffe versuchen zu bedazzeln. Diese Roboter plus 50% Hans-Wurst Maschinenpistole. Weil wir sicherlich noch öfter gegen Synths kämpfen werden und auch gegen andere Roboter. Und da wäre das vielleicht nicht schlecht, wenn wir da sowas hätten. Ah, ja. So. Gucken wir mal. Erstmal den Scheiß ablegen. Und hier reingucken. Ja, Standardverschluss. Guck mal, da können wir nochmal richtig... wow, 18. Das ist ja wirklich krass. Also, dann mache ich den Verschluss noch drauf, diesen 18er. Und das war's dann aber auch. Können wir jetzt hier eigentlich noch was machen? Scharfschützengriff. Okay. Ich glaube, den Rest hatten wir schon komplett verbessert, ne? Ja. Das hatten wir alles schon gemacht. Okay. Gut. Dann gehen wir raus. So. Und schauen, was für eine Aufgabe wir uns jetzt widmen. Also wir haben die Miele, aber das ist eh das sind so Missionen, die ständig kommen. So wie dieses Hilf der und jener Mama Station. Murphy, ja. Halt dein Maul, Mama Murphy, ich renn von dir weg, weil du mich so abfuckst. Krass, ich höre die sogar von da hinten noch. What the fuck? Das leuchtende Meer, das könnten wir machen. Und das, wisst ihr was, das machen wir jetzt einfach auch. Wobei. Begib dich zu Vortagen unter den Stationen. Wir könnten natürlich auch die Mission machen bei Jack Cabot. Wir könnten auch die Mission machen in der Pimmelstadt, wo wir eben waren. In der... Jetzt fällt mir der Scheißname nicht ein. Was ist das hier? Finde Kampflinte. Aha. Berichte der Bruderschaft von Sins Zuflucht. Nein. Untersuche Pass. Aha. Bring... Warte. Hier. Ah, okay. Untersuche die Galerie Pigman. Räume die Lagerhäuser in Good Neighbor aus. Das habe ich gemeint. Good Neighbor. Verdammt nochmal. Finde geeignete Blutproben. Ja, wisst ihr, was wir noch machen können? Auf jeden Fall noch. Wir haben doch jetzt so viele Blutproben und so viele technische Dokumente. Die können wir doch mal alle hier noch bei der Pritwin abgeben. Es gibt bestimmt noch mal ein bisschen Cash und vielleicht auch Erfahrung. Wir haben uns jetzt die ganze Zeit, während wir auf Ding waren, auf der Erweiterung, auf der Insel, haben wir andauernd Blutproben gesammelt, glaube ich. Und eben auch hier. Und jetzt können wir da gerne mal alles abgeben. Vielleicht gibt es ja Blutprobe dann irgendwie Cash. Wir gucken mal. Das machen wir jetzt noch zum Ende hin. So, ja, da fliegen sie rum. Fiddy-bum. Lass die Dinge von Maxens an. Ja. Es gibt vielleicht ultra viel Kirsch. Obwohl wir im Moment ja auch, glaube ich, gar nicht so viel Cash brauchen. Also jetzt so von wegen, für die Munition und sowas. Das war ja, auf der Insel wurde es echt knapp. Da mussten wir ja ein paar Mal Munition nachkaufen, diverse Male sogar. Aber jetzt sind wir wieder so gestopft. Oh, und die Viecher waren ja auch so stark. Ah, dort waren echt brutal stark. Monsieur. Entschuldigung, Proctor Quinlan. Ah, Ritter. Ja. Hast du vielleicht technische Dokumente? Ich habe Dokumente. Ich habe technische Dokumente für dich. Ah, gut. Mir geht langsam das Forschungsmaterial aus. Hier sind die versprochenen Kronkorken. 100, wow. Denk dran, das Commonwealth... Okay, also 25 pro Scheiß. Gebäude, das du während deiner Patrouille... Wenn wir das bei der anderen Trolle auch bekommen, dann müsste es echt gut abgehen. Wo ist hier der Weg nach oben? An der Seite direkt? Nicht. No. Munition? Aha. Oh yeah. Hier geht's hoch. Die steht nämlich da vorne irgendwo, diese andere. Noch weiter hoch oder was? Nee. Ich diene seit Jahren auf diesem Schiff. Es ist das einzige Zuhause, das ich kenne. Was machst denn du jetzt? Ist das der Dance? Nee. Wo ist denn der Paladin Dance? Ist ja doch eben gelabert. Oh, wenn das strong sieht, gibt's aber Ärger. Das glaub ich aber. Wo ist denn strong überhaupt? Hast du Blutproben für mich, Ritter? Ja. Ja, hier, bitte. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich einmal so über winzige Blutampullen freuen könnte. Danke. Hier, ein paar Kronkorken für deine Mühen.
Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass du nach den Blutproben suchst. Sobald ich einen Durchbruch erziele, lasse ich es dich wissen. Fast 1000! Oh Gott! Strong, hast du das schon gesehen? Hey! Hier drüben. Überlassen das, Strong. Guck dir das mal an. Bist du jetzt traurig oder. Ob er das erkennt? Wie er guckt. Willst du mich verarschen? Haben wir hier sonst eigentlich alles. Hier haben wir alles gewurstet, ne? Soweit, so gut, okay. Ja. Gut, Leute, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.